Verwüste der Pfad. Ein Gegengift. In der Medizintasche. Dieser Feld sieht aus, als ob er mit Hilfe einer VM-Attacke zertrümmert werden könnte. Müsst du Zertrümmer einsetzen? Jo, ein wildes Biest Zertrümmer rein. Warum da ist, ja, warum da kein Teammitglied genommen werden konnte, ich weiß auch nicht. TM Felsgrab. Interessant. Das musste passieren. Ja, Zubat, nein, das werden wir nicht mit ins Team nehmen. Da habe ich jetzt nicht wirklich Interesse. So ist der Trümmer. Und schon sind wir wieder raus aus der Höhle. Die war nicht sonderlich groß und nicht besonders schwierig. Wen haben wir denn hier? Trainierst du auch brav Pokémon verschiedener Typen? Ich versuch's. Wenn du dich auf Pokémon eines Typs versteifst, werden die Gegner, die diesem Typ gegenüber im Vorteil sind, das Leben schwer machen. Ich hoffe, ich ging heute nicht zu heiser. Lass uns kämpfen und währenddessen den Duft der Blumen genießen. Den Duft der Blumen genießen. Aha. Aroma Lady Zara fordert dich heraus. Und Knospi. Und jetzt diese ganzen Blumen-Pokémon. Okay. Nicht sehr effektiv, aber versuchen wir es trotzdem. So, Fußtritt. Auch mit nicht sehr effektiven Attacken hier. Absolut kein Problem. Dich Gift verletzt. Und ja, ich möchte natürlich noch weiter kämpfen. Kikugi, das haben wir auch noch nicht entdeckt hier. Vergeltung. In der Tackle wird er nicht viel bringen. Joa, Volltreffer. Aroma Lady besiegt. Ich habe zwar verloren, aber es riecht hier so gut, dass ich gar nicht allzu betrübt sein kann. Du gewinnst 504 Pokémon und gehst die Kräfte aus dem Kampf gegen Aroma Lady hervor. Die Aroma Lady auf Route 209. Dachkäfersammler. Ja, wollte gerade sagen. Sag mal, was hältst du eigentlich von Käfer-Pokémon? Nicht besonders viel, aber auch nicht viel dagegen, aber naja, ist halt schwierig, das ist Käfer-Pokémon im Team, Zippos. Gibt's schon, also Pinsir ist schon nicht zu verachten, das ist schon, ich glaube, das war ein Käfer-Pokémon, ist schon, doch schon respektabel, das Ding, aber naja, die meisten dieser Klasse. Mäh. Und da habe ich andere Klassen, die ich bevorzuge. Also ein relativ hochgeleveltes Pinsir, das kann schon wehtun im Kampf. Das ist schon, das tut auch weh im Kampf. Das ist, das sollte man nicht unterschätzen, so ein Level 40, Level 50 Pinsir, das ist schon, das haut schon echt rein. Das kann echt reinhauen. Oder treten, wie Fußtritt gerade im Kampf. Matthias besiegt. Du, da muss ich wohl mehr Mühe geben,
und dir die Züge von Kiff uns vermitteln, sagte er. Du gewinnst 392 Pokémon Dollar und gehst die Kräfte aus dem Kampf gegen Kiefer-Sammler, der Name ich schon jetzt vergessen habe. Das ist unwichtige Nebencharakter Nummer 520. Route 204. Flori. Die Augen von Flori. Ich erinnere mich. Und wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Und diesen Trainer haben wir nur erledigt, oder Lena? Liz und Lena wollen nicht heraus. Ich wollte schon gerade sagen, Lisa und Lena, das wäre ja hier die frühen Jahre. So ungefähr. Und der Liz, das ist ja eher Elisabeth, eine Abkürzung, aber mit viel Fantasie. Vergeltung. Und Flügelschlag. Du brauchst auch mal eine Attacken, das ist hier. Uff. Du brauchst eine Attacken. Coole Augen. Wieder von mir aus. So, Flügelschlag. Das war nicht sehr effektiv. Vergeltung. Das zimmert natürlich dementsprechend rein. Und der Kilo ist vergiftet. Fußtritt. Versuch's mal mit Ruckzuckhieb. Nein, nicht auf dasselbe. Ja gut. Und setzt halt der Kilo auf das andere. Generisch Pokémon. Fußtritt ein. So wird's gemacht. Umorientiert. Und war's das schon? Du hast geschafft. Level 15, Mary Level 13, okay. Man braucht Training. Ach du liebes Lieschen. Das geht doch nicht. Lieschen? Ah, also doch. Das ist doch bestimmt nur das Sprichwort. Aber naja. Lisa und Lina, das ist. War das Lisa oder das ist. Ja, das ist. Die Zwillinge. Die Sänger, TikTok-Zwillinge. Musik kenne ich früher. Kugelsalat. Hatte schon eine Ahnung, das brauche ich nicht. Brauch keinen Salat mehr. Und da sind nur ein Flori angekommen. Sehr schön. Erstmal ab ins Pokémon Center. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Jo. Auf geht's. Jetzt habe ich noch nicht gefangen, nur in Entwicklung. Vielen Dank für deine Geduld, deine Pokémon sind wieder topfit. Nee, warte. Mit denen reden muss ich ja. Bis nach EW genau ist es noch ein ganzes Stück. Du solltest dich auf so eine lange Reise gut vorbereiten. Da sagst du was. Unter Leitung von Pokémon können selbst Kinder wie du sicher umherreisen. Na, sicher? Vor ein paar Tagen habe ich gekämpft und die KP meines Pokémon wurden immer weniger. Ich dachte schon, das wäre es für uns gewesen. Aber plötzlich hat mein Pokémon die Beeren gegessen, die es getan hat. Puh. Naja, das hilft dann irgendwie auch nicht mehr viel. Das ist eine kleine Beere. Hallöchen, schauen wir uns erstmal ein Flori um. Oh! Es sieht ganz aus, als hättest du in Kanto ein Let's Go-Abenteuer bestritten. Wie? Hat sie das Switch gemerkt, die Konsole? Was krieg ich da für ein Evoli oder was?
Was hältst du davon, diesem Pokémon ein wenig die Sinnoh-Region zu zeigen? Das ist ein Mew. Gut. Okay, ein Mew. Das hatte ich jetzt nicht als Teammitglied vorgesehen, aber so. Hätte man Psycho-Pokémon, wenn ich mich richtig daran erinnere. Möchtest du dem Mew einen Spitznamen geben? Legendär ohne Name oder ohne Geschlecht, oder? Also, tja, nenne ich es mal nach dem Besitzer des Minecraft Winterdorf, sowas, auf dem ich gerade ein bisschen privat, sehr viel privat, ob ich gerade spiele, Chaos Chaot. Wurden dein Team aufgenommen. Es wird dir sicherlich ein ganz vortrefflicher Begleiter sein. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Du kriegst nur, wenn du Pokémon Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu gespielt hast. Interessant. Kapseldeko wollten wir uns auch mal nochmal gucken. Können wir gleich mal an der Stelle machen. Bericht. Psycho, tatsächlich. Das könnten wir unter Umständen. Könnte man gebrauchen, wenn es ein paar bessere Attacken lernt. Das Level 1 ist natürlich kritisch. Ich hoffe, das Level ist relativ gut. Dann als Mewtwo entwickelt sich das dann noch zum Mewtwo. Das wäre ja super toll. Das wäre eine. Zumal ich Mewtwo in Pokémon Let's Go Evoli nicht gefangen habe. Das ist mir nicht gelungen. Hey, du da! Oh, sag bloß, du hast mal einen Wunschstern gesehen, du Glückliche. Dieses Pokémon hier würde dich perfekt an deiner Seite machen. Na, möchtest du diesen deine Obhut nehmen? Das ist eine Hierarchie. What? Möchtest du dem Hierarchie einen Spitznamen geben? Müssen wir mal gucken, ob wir das in das Team nehmen, wie wir das machen und das ist ja. Was kriegen wir jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Hierarchie. Dann du, Name. Wahrscheinlich auch ein legendäres Hierarchie. Das geht halt an. Ein Nickname aus meiner Community. Eine großartige Zuschauerin. Und ja, die Person, die für mich meine Reden auf YouTube bisher und auch zukünftig wahrscheinlich korrigiert hat. Der Korrektur liest, damit ich das in meinem Blog veröffentlichen kann. Wie auch immer man das ausspricht. Muss ich mal fragen, wurden dein Team aufgenommen? Ich wünsche dir und den neuen Pokémon ein ganz vortreffliches Abenteuer. Also, das hat mich aber überrascht. Bericht Stahlpsycho. Da habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel von gehört, von Hierarchie. Ich würde glaube ich erstmal bei Mew bleiben. Ich würde das erstmal eine Weile mitnehmen. Das ist natürlich Level 1. Das Hierarchie wäre jetzt schon auf Level 5. Macht es nicht so viel aus, aber. Die Hoffnung, später mal ein YouTube dabei zu haben, das ist schon nicht übel. Ich würde es gleich mal auf die Box legen. Tut mir natürlich leid jetzt für den für den Namensvetter, für den Namensvetterin.
Aber ja, vielleicht irgendwann, vielleicht entscheiden wir uns um. Sehr bald. Mal schauen, wie sich der Chaos Code anstellt. Nochmal die Boxen von innen gesehen. Ich glaube, wenn wir andere, wir werden wahrscheinlich noch tauschen. Das ist aber. Mit dem Video habe ich nicht gerechnet. Der Psycho-Ding, das könnte man nehmen. Wäre gut. Ich habe an Abra gedacht, dass wir das mal als Teammitglied nehmen. Dieser Duft des Honigs hat mich hergelockt. Da muss ich fast schon fragen, bin ich ein Pokémon oder was? Okay, da steht Team Rocket. Sind dir Garkideas ein Begriff? Mit einem Strauß der Blumen zeigt man in dieser Region seit jeher seine Dankbarkeit. Okay. Ich wollte in den Augen von Florian ein paar Blumen pflücken. Und dann kamen plötzlich die Chippen von Team Galactic in ihren schicken Uniformen. Sie sind übrigens zu den Augen hinter diesem Blumenfeld dort gegangen. Habe ich schon gesehen. Ist mir aufgefallen. Willkommen in Flori, dem Ort der Blumen, Blumen und nochmals Blumen. Sei auch du wie eine Blume und arbeite an dir, damit du in voller Pracht erblühen kannst. Aha, okay. Da gehen wir noch nicht weiter, da weiß ich nämlich, dass wir eine Story-Elemente triggern. Ich gucke mich jetzt erstmal in dem Teil um. Ich könnte ewig über Bären reden, so komplex sind sie. Doch auch bei ihnen gilt die goldene Regel, wenn man ihnen mit viel Liebe begegnet, wachsen sie besonders prächtig heran. Ich liebe es hier zu sein, diese Atmosphäre, einfach wunderbar. Du bist bestimmt auch hier, um ein bisschen gut Laune zu tanken, oder? Ja. Und um gegen Team Rocket zu kämpfen. Tag auch. Ich spreche mal hier ein. Flori war einst ein öder, kahler Hügel. Der Anblick macht die Menschen traurig, machte die Menschen traurig. Dann pflanzten sie Blumen an. Aber nichts wollte hier wachsen. Und niemand wusste wieso. Doch dann sprach eines Tages jemand der Natur seinen Dank für ihre Gaben aus. Und kurz darauf erstrahlte der Hügel in einer bunten Blütenpracht. Ist das nicht seltsam und wunderschön zugleich? Eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Pi! Findest du bist auch so niedlich, wenn Pokémon Beeren pflücken? Warum nicht? Juhu, du verstehst nicht. Hier hast du ein paar TMs. Sie enthalten die Attacke Pflücker. TM 88. Verstoß die TM 88 in der TM-Tasche. 0,134546. War falsch, aber gut. Masse. Da hängen zwei Sinnebeeren an der Pflanze. Möchtest du sie pflücken? Natürlich. Nehme ich doch. Der Blumen- und Beerennamen wahrscheinlich. Lehmboden ist wieder weich. Am Regnerbeeren. Da Beeren werde ich hier bestimmt, ist es halt. Werde ich wahrscheinlich hier nicht wirklich nützen. Sein es gibt wieder diese Knurps. Diese Knusper. Knurpse. Das ist welcher Lehmboden. Die Beere pflanzen wir sie doch gleich wieder ein. Eine Sinnebeere. Und hier auch. Am Regnerbeere. Blumenahn, blühende Pracht, komm herein, Heimsbeeren ein. Und schade nichts, auf geht's. Schauen wir uns um. Blümchen. Hey Trainer, wenn du Beeren anpflanzt, solltest du sie mit dieser Kanne gießen. Du hast die Enton-Kanne. Die können wir noch gebrauchen. Verstaust die Enton-Kanne in der Basis-Items-Tasche. Große Sträuße.
Aus einer einzigen Beere wächst eine Pflanze, die mehrere Beeren trägt. Wenn du an verschiedenen Orten Beeren pflanzt, wird die Welt bald schon um etliche weitere Beeren reicher. Wenn du magst, kannst du mir dabei helfen, auf der Welt Beeren zu vermehren. Du erhältst eine Amarena-Beere. Du verstaust sie in der Seitenstasche, in der Beerentasche. Wir tauschen deine Beeren gegen Sticker ein. Sehr gerne. Nehme ich. Das sind genug Beere. Da muss ich erstmal welche sammeln. Also ich brauche noch eine dritte Amarena-Beere. Die hätte ich schon gehabt, wenn ich das ist, was so ist. Jetzt mit den Stickern wollen wir auch gleich mal ausprobieren. Können wir direkt jetzt mal machen, bevor wir hier weitergehen. Kapseldeko, das wollten wir mal ausprobieren. Okay, hier haben wir eine erste Kapsel. Sticker anbringen, Pokémon auswählen. Okay, wählen wir erstmal Pokémon aus. Unser Starter wahrscheinlich. Fangen wir mal mit dem an. Auswählen. Sticker anbringen. Haben wir hier Flammen? Ja. Sehr schön, Loder-Sticker. Eine blaue Flamme in der Mitte. Ansehen können wir es uns. Wow. Nicht übel. Und die blaue Flamme in der Mitte. Passt, finde ich. Ein bisschen mehr Rot könnte nicht schaden. Okay. Nee, das wäre dann, glaube ich. Dafür haben wir nicht genügend. Machen wir es. Ein Linien-Sticker. Okay, das sieht doch, glaube ich, gar nicht so übel aus. Bis jetzt. Nein, nicht Ansicht. Nein. Ansehen nochmal. Ja. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kann man machen. Auf der Rückseite hätte man noch machen können. Okay. Pokémon auswählen. Was haben wir denn hier zum Beispiel für Ikirikus? Rauchsticker, Luftblasensticker, Himmelsticker, okay, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Für unser Flug-Pokémon. Felssticker ist für das. Nach Holo wahrscheinlich am effektivsten. Nicht übel. Irgendwann kriegen wir dann noch mehr. Das können wir dann noch ein bisschen mehr reinmachen. Können wir noch einen Sturm reinmachen. Ein bisschen rechts und links so ein bisschen. Und den Flügeln ein bisschen Wind. Finde ich nicht schlecht.
So Felsen habe ich hier schon gesehen. Attackierung. Jetzt können wir uns mal gucken. Musiksticker. Ah, gerade ja nicht. Felssticker. Ja, nicht schlecht, weil ich lieber das hier tauschen würde, was wir noch nicht probiert haben, ist vielleicht mal hier so ein bisschen unten, gerade bei Fels, eventuell mehr relevanter, und das mal auf den Boden setzt und unterhalb passieren lässt. Ein bisschen Rauch oben. Und wie sieht denn das aus? Nicht schlecht. Kann man machen. Was hätten wir hier noch? Konfetti-Sticker. Luftblasen-Sticker. Sticker, naja, lass mal lieber. Reicht die drei für das erste, bis ich neue habe. Hübsch. So, ich traue mich eigentlich gar nicht, aber gut, so ein 5. Dann zwei Maronbeeren. Pflücke sie. Dann geht es jeden Moment mit der Story weiter. Ach, hi, genau hier. Hilfe, hilf mir, Trainer. Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk. Aber diese Leute, die wie Astronauten aussehen, sind ganz fies und wollen mich nicht reinlassen. Okay, Wayne. Wir von Team Galaktik erforschen hier den Ewigwald. Also keinen Schritt weiter. Es ist Teil unserer Forschung, Pokémon in den Blumenfeldern von Florid zu fangen. Wozu wir die Energie des Windkraftwerks nutzen, geht dich nichts an. Okay, kommen wir nicht weiter, wollte ich mal ausprobieren. Schön Team aufgeladen, oder? Ja. Vorersten 5. Teammitglied. Wenn das Team voll ist und wir neues interessantes Pokémon entdecken. Kann es das ja auch noch ändern. Ist ja nicht an der Tage Abend. Windkraftwerk, ökologische Energie aus Windkraft. Ein Bidiza-Wild erscheint. Los, Takeru. Wir haben es letztens umgesetzt. Kämpfen. Da muss ich die Animation gesehen. Ja. Mal gucken, was hier im Gras los ist. Oha, ein Bammelin. Wasser-Pokémon wären auch nicht schlecht. Aber das dann eher nicht. Mal schauen. Wasser oder Pflanze würde ich noch als mitnehmen oder beides.
Kann man eins noch rausnehmen. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Hier wurde angewiesen, jedem den Zutritt zu verwehren, der nicht zu dem Galaktik gehört. Aber dein Gesicht sagte mir, dass du es trotzdem versuchen wirst. Also gut, dann lass uns das mit einem Kampf entscheiden.